Ja, es ist ein kostenloser Ersatz. Essen wir was alle essen. Nein. Ey! Nein! Ich arbeite beim Flughafen. Lass es! Der ist sogar Fliegenflieger, der war gerade bei mir, Ray! Ja, ich hab dir. Stopp! Ich hab dir gerade einen Rabatt gegeben, Ray! Vielleicht ich hab gerade mein Gehalt, hab ich in die Kasse gezahlt, damit du was zu essen hast! Hey Leute! Was geht's? Kann ihr mit? Tanja! Hallöchen! Leute! Wir haben heute wieder was Tolles bei GNU gesehen. Ja. Also direkt Credits natürlich to GNU. Und zwar geht es heute Speak to the Manager, der Karen Simulator oder auch holte mir den Filialleiter. Mhm. Das möchten wir heute spielen. Richtig, wir lassen uns heute ein bisschen beleidigen, glaube ich. Oder wir beleidigen? Nein, ich glaube, wir können, glaube ich, beleidigen. Also wir machen das natürlich nicht gerne, aber wenn jemand unfreundlich ist. Also es ist der erste Tag hier. Ja. Willkommen, Chef. Okay. Ach, wir sind der Chef? Kann sein, ich weiß es nicht. Lass sie mich. Okay, es wird alles erklärt. Kunden kommen mit verschiedenen Ansprüchen zu Ihnen. Zum Beispiel Anna, die sagt, ich gebe hier jedes Jahr Tausende von Dollar aus. Geben Sie mir einfach eins ab! Ich schwöre, den Satz kenne ich! Aber den kenne ich aus der Gastronomie. Oh, ist das schlimm. Okay. Ich bin jetzt übrigens schon zum dritten Mal. Kann ich das Zimmer vielleicht gratis haben? Okay, und wir entscheiden, wie wir damit umgehen. Und jede Entscheidung kann sich auf unseren Barwert auswirken und auf unseren Markenwert. Okay. Zusammen bilden sie einen Unternehmenswert. Okay. Entscheiden Sie also klug, ja, ganz bestimmt nicht, sondern wie ich gerade Lust habe. Okay, bitte, du darfst, ja, weißt du was, du machst drei Kunden, ich mache drei Kunden. Okay. Oder weißt du, wir machen das nach Tag, du machst Tag 1. Okay, also Anna gibt hier viel Geld aus, sagt sie, und ich soll ihr einen Rabatt geben. Okay. Gerne. Warum machst du das? Damit sie geht. Sie ist ja krank. Was soll ich kaufen? Champagner und Filet Mignon. Ja, komm, da kannst du ja nett sein. Medikamente. Die ist ja nicht ganz nett gewesen. Ja, also ich glaube, Champagner ist da nicht ganz so hilfreich. Kannst du mal vorlesen? Ich aß eine Banane beim Einkauf, also muss ich nicht für sie zahlen? Wow, Sie sind ein Genie, oder? So funktioniert das nicht. Ja, so funktioniert das nicht, oder? Das geht nicht. Also, das geht doch nicht, dass ich durch den Laden laufe. Und ich esse es einfach schon weg. Und dann sage ich so, hier ist der Müll. Ja, eigentlich schon ein Genie. Eigentlich schon. Eigentlich ist sie ein Genie doch. Was haben wir hier noch? Kann ich eine Rabattkarte für Stammkunden bekommen? Auf jeden Fall. Ja, wieso nicht? Hä, ich kann diesen Kunden daten? Was? Ja, wahrscheinlich ist das ein anderes Spiel dann. Na gut. Wie sie direkt an Date denkt. Ja, natürlich. Jetzt bin ich gespannt auf meinen ersten Arbeitstag als Chef. Das ist unser Marktwert. So. Okay, Unternehmenswert ist schon fast bei 500, wenn das so einfach wäre. Guck mal, stark. So. Okay, darf ich jetzt? Mhm. Aber mach nicht alles wieder kaputt, ne? Okay, so. Aber Sie sind jetzt bei einem Konzert, glaube ich. Agatha. Kann ich mein Miniaturpferd mit ins Flugzeug? Warum sind wir denn jetzt am Flugzeug? Am Flughafen? Ich dachte, das ist eine Konzerthalle. Ach nee, guck mal, das ist ein Kann ich mein Miniaturpferd mit ins Flugzeug nehmen? Ja, eigentlich würde ich sagen ja, aber das müssen Sie extra bezahlen. Ist okay. Ich glaube, das wird. Ist in Ordnung. Da würden sich andere freuen. Und da werden sich andere freuen. Sei ruhig! Ich bin ein Star. Kann ich in der ersten Klasse. Weil Sam ist, machen wir eine Ausnahme. Nur dieses eine Mal, okay? Sam ist am Flughafen. Damit unser Markenwert steigt. Okay. Ich bin 1 Kilogramm über der Gewichtsgrenze. Machen Sie mal halblang. Ja, aber es geht ja hier um den Koffer, ne? Nein, Regeln sind Regeln. Ey, das ist richtig. Nein, das beim Koffer ist das aber so. Ekelhaft. Sorry. Das hätte ich anders entschieden. Was? Wie sicher sind Ihre Flugzeuge? Sie könnten sterben. Sorry, ich sage nur die Wahrheit. Es könnte passieren. Es könnte passieren. Bieten Sie vegetarisches Essen an? Ja, es ist ein kostenloser Ersatz. Essen Sie was alle essen? Nein. Ey! Nein! Ich arbeite beim Flughafen. Lass es! Mach doch bitte ja, es ist kostenloser Ersatz. Okay, ich mache es. Sei es nur Spaß, natürlich. Aber ich habe es jetzt nur wegen Danja nicht gemacht. Okay. Oh, ein neues Auto. Ja, aber nur zu 50%. So, okay. Tag Nummer 3 findet wo statt? Werkstatt? Nee. Sanitär. Ja, Bauhaus. Ja. Nee. Bauhaus. Obi. Ja.
Bauhaus, ist doch ein Bauhaus. Ja, Baumarkt. Ja, Bauhaus, Baumarkt ist doch... Diese Baumaschine... Kannst du mal bitte hier draufklicken? Das nervt mich gerade hier die ganze Zeit. Ich will mir aber keine... Ja, aber ist egal, das nervt die ganze Zeit. Okay, so. Okay. Diese Baumaschine kostet bei Obi weniger. Haben Sie eine Tiefpreisgarantie? Oh nein, wir sind doch nicht die Wohlfahrt. Ich finde die Antwort noch ziemlich gut, muss ich sagen. Die sind ziemlich gut. Klar, wir ziehen die Differenz ab. Machen wir. Ey, du bist viel zu nett. Sorry. Guck mal, wie die Leute sich beschweren teilweise. Ich komme aus dem Kundenservice. Ich will mein Geld zurück. Diese Schaufel ist beschädigt. Wo? Wo hat sie die Schaufel? Sie hat doch gar keine dabei. Ja, das stimmt. Das hat sie doch kaputt gemacht. Ja. Guck mal, wie sie schon sauer hier hinläuft. Können Sie mich zum Thema BDs beraten? So wie es sich anhört, ist das alles äußerst seltsam. Sie sprühen ihn Wasser an den Hintern und sparen so Klopapier. True. Ich mag die Beschreibung. Oh. Oh mein Gott. Oh. Warum? Ja, aber da sagst du jetzt einfach nein. Aber bei dem vegetarischen Essen war dir das zu heftig. Oh nee, weil das richtig... Du achtest gar nicht auf die Gefühle von anderen Menschen. Das ist richtig eklig, wenn du am Arbeiten bist und dann kommt so jemand und sagt, hey... Ja, ich weiß, dir passiert das nicht so oft. Verstehe ich aber auch. Hier zum Glück nicht. Haben Sie Werkzeugkästen da? Nein, natürlich nicht, weil das ist ja hier kein Baumarkt, wo wir sind. Ja gut, das ist eine normale Frage. Du kannst auch mal ein bisschen netter sein. Nein, die sind nicht ausverkauft. Du kannst mal ins Lager und welche holen. So, jetzt bin ich dran. Ich soll ins Lager gehen? Geh du doch ins Lager. Nein, du arbeitest im Bauhaus. Bleib hier! Von Werkzeugkasten! Wir haben ein neues Auto! Nein, haben wir verloren. Sorry, sonst hätte ich einen Clip sehen müssen. Ich hätte sonst einen Clip sehen müssen. Guck dir halt einen Clip an. Oh, Festival Manager. So, okay. Ey, du hast jetzt gerade einfach unser Ding. Ralph, ich bin wieder im Supermarkt. Ich bin sehr arm und kann mir das nicht leisten. Ja, der nehmen Sie Rabatt. Nein, der kriegt einen Rabatt. Ja, hab ich doch gesagt. Der kriegt einen Rabatt. Ist in Ordnung. Okay. Ich liebe Ihren Laden. Darf ich Ihnen ein fettes Trinkgeld geben? Danke. Warum kommen Sie schon? Ja, natürlich. Als ob ich kein Trinkgeld annehme. Hallo, natürlich nehmen wir das. Warum kommen hier denn immer alle schon so sauer? Mein Hund hat mein Toilettenpapier gefressen. Kann ich kostenlos? Ja, alles klar. Das ist Ihr Problem. Ich finde so gut, die Antworten. Ja, aber das ist doch Ihr Problem. Mein Laden ist Ihr Zuhause. Werde ich vom Bratkäse fett? Die Antworten, Sie werden niemals ein Instagram Model. Wenn Sie sich ausgewogen ernähren, können Sie das auch essen. Ja, guck, ich gebe auch vernünftige Antworten. Mann, schon wieder Werbung. So, okay. Okay, letzter Kunde für heute. Ich sammle Geld für die Präsidentschaftskampagne eines Milliardärs. Unbedingt. Reiche Leute an die Macht. Lass sie mich hören, komm. Gibst du dem jetzt Geld? Dem Milliardär? Ja, aber du musst dir Folgendes vorstellen. Guck mal, er kennt jetzt einen Milliardär. Wenn ich ihm jetzt Geld gebe, dann gibt er mir doch bestimmt, bindet er mich ein irgendwie. Und dann werde ich vielleicht Millionär zumindest. Funktioniert so nicht. Doch, ich glaube schon. So, Danja, du bist dran. Okay. Diesmal bist du am Flughafen. Okay. Ja, klar. Ich buche deinen Flug um. Kein Problem. So. Was möchtest du? Was sollte ich als Mahlzeit bestellen? Erdnüsse oder Steak? Ich bin für Erdnüsse. Hä? Was? Hä? Warum bist du dahinter so schlecht drauf? Muss ich wirklich eine Gebühr für Übergepäck? Ja, musst du! Das ist verpflichtend. Das hat ja auch einen Sinn. Hey, warte mal, der war doch eben bei mir im Supermarkt. Wie kann der denn jetzt fliegen? Was? Der ist sogar Fliegenflieger! Der war gerade bei mir, Ray! Ja, stopp! Ich hab dir gerade einen Rabatt gegeben, Ray! Ich hab grad mein Gehalt, hab ich in die Kasse gezahlt, damit du was zu essen hast. Und der guckt noch das Vielflieger. Ja, hast dich ganz schön reinlegen lassen, ne? Sich richtig über den Tisch ziehen lassen. Kannst du, warte, können Sie sich, nein, den müssen Sie sich verdienen. Nein, das ist bei einer anderen Fluggesellschaft. Ja, kannst du ihm jetzt nicht geben. Nee, hab ich auch nicht. Mein Mann wiegt 400 Kilogramm, muss er ein Extra-Ticket kaufen? Sich reingehört, das ist ganz schön gemein. Oder er muss 3 Tickets kaufen? Was sind das denn für Antwortmöglichkeiten? Das ist schon gemein. So, wir machen die Dings dazwischen hoch, dann geht das. Lass mich mal kommen, ich will jetzt meinen letzten Arbeitstag jetzt haben. Ich will auch Feierabend irgendwann machen. Wir arbeiten aber ganz schön viel, muss ich sagen. Ich will mal beim Festival arbeiten. Oh, wir sind auf dem Festival. Jetzt geht's aber los. Jetzt geht's los. Guck mal, wie sie alle so. Gibt es Backstage-Pässe zu kaufen? Klar, 100 Euro für eine Zweitageskarte. Und das Sicherheitspersonal verkauft sie. Ja, machen wir mal so.
Sind wir das Sicherheitspersonal? Nein, ich glaube, dass sie jetzt Ärger bekommt. Wird es heute regnen? Aber weißt du... Aber woher soll ich das wissen? Sorry, woher soll ich das wissen? Aber weißt du, dass ich mal... Jetzt mal hier so Geschichten... Ich habe mal eine ganz ernst gemeinte Reklamation bekommen, weil es geregnet hat. Also da hat sich wirklich mal jemand bei mir beschwert und stand wirklich eine halbe Stunde bei mir und wollte einen Rabatt aufs Zimmer, weil es draußen geregnet hat. Und die Aussicht nicht mehr so schön war? Ja. Aha, alles klar. Also, gut, dass ich so welche Menschen noch nie gesehen habe, weil hätte ich dann... Ey, wirklich, da weißt du halt auch nicht mehr, was du sagen sollst, ne? Außer hier ist ein Regenschirm. So, Carrie fragt, wann spielt Taylor Swift? Wer? Ja? Ich sag's dir, wenn du für das Getränk bezahlst, ja. Soll sie bezahlen. Okay, Marketing. So. Guck mal schon wieder, Ray. Wo ist die Toilette? Ey, Ray hat Kahn einfach mega über. Ich wollte gerade sagen, ich habe eine Windel. Einfach, ich antworte ihm nicht mehr richtig. Olivia fragt, kann ich nach dem Event bezahlen? Personalausweis, bitte. Event. Also, sorry, was ist das denn? Bei so einem vollen Event. Ja, ne, das ist schon... Guck mal, ich habe ein gutes Gehalt bekommen. Gut gemacht. Wenn das so einfach wäre. Ja, guck mal, wir haben sogar ein Leben eigentlich. So, Danja, dein letzter Tag im Bautag. Let's go. Im Bautag. Im Bauhaus. Beim Baumarkt. Sie möchten einen Burggraben anlegen. Ich wollte gerade Burgergraben. Der Burgergraben. Können Sie mir helfen? Ja, Sie sind ja verrückt. Also, tut mir leid. Ja, warum? Das ist doch dein Job. Nicht mein Job. Doch, natürlich. Ich kann dir doch nicht sagen, es ist nicht okay. Sorry, du machst deinen Job ganz falsch. Sorry. Also. Tut mir leid, aber ich würde ja wohl nicht einfach irgendwo einen Burggraben anlegen. Ist Obi eigentlich eine Franchise? Wahrscheinlich, ne? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Ich würde direkt hier, ne? Ich bin gerade total pleite, so Tony. Natürlich. Natürlich. Kein Problem. Ich bin gespannt, was Ray wieder sagt. So. Ray. Ja. Tiefkühlabteilung. Ja, zeig zum Ausgang. Raus mit ihm. Mann, der hat mich... Nein! Oh. So, und der letzte Kunde, oder die letzte Kunde? Diese Batterien sind falsch. Aus Plastik. Wer hat sie gezwungen, die zu kaufen? Keine Rückerstattung. Das hat sie keiner gezwungen, die zu kaufen. Nein, ich gebe ihr Geld. Ach komm, du bist so schlecht, ehrlich. Also, wenn du einen Laden führen würdest, ne? Der war nach 2 Stunden pleite. Das kann gut sein. Leute! Wenn es euch Spaß gemacht hat hier, speak to the manager. Holen Sie mir den Filialleiter zu, mit anzuschauen. Ja. Oder selber zu spielen. Dann gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Und dann? Und wir gehen uns jetzt einen richtigen Job suchen, ne? Besser ist es, ne? Tschüss.